Ja, wir spielen heute wieder Zelda Gold Quest und ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Hallihallo erstmal an alle. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und das Spiel sehen und auch alle, die auf YouTube nachträglich zuschauen, herzlich willkommen zu einem weiteren wundervollen Livestream hier. Genau, wir sind im Schattentempel in den letzten Zügen. Und 4 Schlüssel haben wir und wir müssen uns jetzt aktuell, glaube ich, hier so ein bisschen langhangeln. Ja, wir müssen uns jetzt irgendwie hier so ein bisschen langziehen, ne? Das wird ein bisschen gefährlich heute. Und ach ja, oh. Erstmal runterfallen, genau. Ich muss ja erstmal eine Runde drehen. Was? Wo bin ich denn gelandet? Wow. Ich muss erstmal eine Runde drehen. Keine Heilung, ausgenommen Herzcontainer. Das ist jetzt ja doof. Vielleicht hätte ich mir vorher nochmal eine Flasche reinziehen müssen. Ding. Erstmal richtig schön. Oh nein, ist der Geist wieder da. Wo bist du denn, mein Freund? Hallo? Ja, da komm mal runter. Dann komm mal, mein Freund, hier. Keine Heilung ist echt doof. Gleich zu Beginn. Mann. So, wie machen wir das jetzt da? Das ist ja schon... Aber da komme ich ja auch nicht hoch, ne? Ganz oben an die Kante so ein bisschen ran. Also, es muss ja irgendwie so gehen, ne? Ja, super. Das läuft ja. Hallo Marco, hallihallo. Und auch Susanne ist mit am Start, hallihallo. Wie geht's euch denn allen so? Habt ihr bisher ein schönes Wochenende? Ich hoffe es sehr. So, geht das denn jetzt? Kriegen wir das irgendwie hin? Oh, er hat sich festgehalten. Und Alcazar verschenkt eine Mitgliedschaft. Vielen Dank, Alcazar. Geh weg, Geist. Geh weg. Und die Maike ist am Start. Yay. Okay, wir haben uns das bisschen hergezogen. Was jetzt? Wo geht's weiter? Hä, wir haben nur diese 2 Ankerpunkte. Da drüben ist das Schiff. Und nun? Die Susanne ballert raus. Oh Gott, er wird gleich wieder getanzt hier. Ach du Scheiße. Hä, aber jetzt ehrlich mal, was soll ich denn jetzt machen? Vielen Dank erstmal an die liebe Susanne. Die hat... die hat wieder eine Spende übrig. Eine ganz kleine. Was soll ich tun? Habt ihr einen Plan, was ich tun soll? Ich meine, da komme ich nicht hin, da komme ich nicht hin. Kamehameha abfeuern bis zum Boss. Ja, das wäre jetzt ein Plan. Ja. Ich sehe weder unten noch links noch rechts irgendwas. Das hier bringt, glaube ich, auch nichts. Ist. Ah ja, okay. Ich bewege mich mal in den... ja, das Schiff ist auf der falschen Seite, das stimmt. Aber da sind halt Enterhakenpunkte, ne? Das ist halt auch schon wieder merkwürdig. Das ist super strange alles hier. Ich guck mal auf die Karte, vielleicht sagt mir die irgendwas. Aber es ist halt wirklich so, dass wir... Dass wir da... Ja, wir sind jetzt hier. Und wir müssen von hier eigentlich uns jetzt irgendwie zu dem Schiff bewegen. Anders kommen wir ja dann nicht hin. Brauchst bestimmt den Longshot. Aber wo ist der? Das ist halt die Frage. Der ist ja nicht hier drinne. Oder meint er... Weil wir haben jetzt ein Spiegelschild. Meint ihr, wir müssen jetzt wieder zurück? Meint ihr, wir müssen jetzt wieder in Dingens Tempel? Das könnte natürlich sein, gell? So, bin wieder da, hab Pizza aufgegessen. Oh, schon fertig mit Pizza? Was war's für eine Pizza? Doppelgreifhaken aus Twilight Princess, ja. Also, ja, es wäre jetzt auch so mein Guess, dass wir vielleicht erstmal wieder in den Geistertempel müssen, ne?
Und wir müssen ja auch als Kind in den Geistertempel. Weil wir haben ja jetzt... Oder wir müssen als Kind auch in den Geistertempel. Ja. Hab selbst Pizza gemacht. Das ist auch geil. Okay, wir gehen erstmal Zitadelle der Zeit, machen uns klein und gehen als Kind in den Geistertempel. Haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Ja, ich war jetzt eigentlich drauf und dran, erstmal einen Schattentempel abzuschließen, aber wir müssen hier ständig hin und her, leider. Ja, als Kind kann man ja theoretisch auch ein Item holen. Ich wüsste jetzt halt nicht, selbst der Longshot bringt mir ja nichts, oder? Wartet mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz an Haiyasee. Weil dort können wir uns ja theoretisch... Dort können wir uns ja theoretisch mal die Vogelscheuche holen, dass wir die jederzeit beschwören können. Das wäre vielleicht eine Idee. Vielleicht braucht man die nämlich auch an der Stelle. Dann gehen wir in den Geistertempel, machen den erstmal soweit es geht. Holen uns dort vielleicht den Longshot und vielleicht kommen wir dann da irgendwie weiter. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Hallihallo Chris, was geht? Vielleicht gibt es einen... vielleicht gibt es den auch für 150 Skuldis. Wie viele Skuldis haben wir? Aktuell 118. Ich würde bei 120 auf jeden Fall nochmal gucken gehen. Ob es da mal was Neues gibt. Weil bis jetzt haben wir nur zwei Belohnungen, glaube ich, ne? Haben wir überhaupt schon die zweite? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Eieieiei. Okay, ich darf mich nicht heilen, das ist doof. Achso, ihr dürft jederzeit drehen, wenn ihr wollt, ne? Ansonsten, lohnt sich ja gar nicht für euch zu drehen, weil wenn ich jetzt gleich in den Geistertempel gehe, muss ich ja sowieso drehen. So. Ist immer dasselbe Lied, was ich nehme übrigens. Deswegen kenne ich das in- und auswendig. So, jetzt kann ich ihn theoretisch immer überall beschwören. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal klein und gehen in den Geistertempel. Bin gespannt, ob der Leak, den ich heute auf Discord in den falschen Channel gepostet habe, wirklich wird. Das wäre genial. Wie schon gesagt, du hättest den Minish Cap Randomizer noch etwas einfacher machen können. Für die lange Zeit, die es wohl nicht mehr angefangen hast. Ah ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und das Auge der Wahrheit die Belohnung für die Nachtschwärmer war, könnte ich mir vorstellen, dass dann noch was wartet für die Skulltulers. Das kann sein, obwohl ich finde es ja schon krass, weil wir haben jetzt schon 118 Skulltis, weißt du? Wir haben jetzt schon mehr Skulltis als im normalen Ocarina of Time Run. Das ist halt auch so unglaublich einfach. Aber wir hatten ja den Deku-Baum abgeschlossen mit Skulltis. Wir haben Dodongos Höhle abgeschlossen und ich glaube, Yabu Yabus Bauch war auch fertig. Nur da rundherum auf der Area von Yabu Yabus Bauch, da gibt es auf jeden Fall noch Skulltis. Was aber wirklich fehlt, ist Random Musik. Die hattest du in den ganzen anderen... Da konnte man, glaube ich, nichts randomizen von der Musik leider, Agatha. Ich habe zwar eine Menge Drehungen noch frei, aber mal schauen, wann ich sie einlöse. Was macht Pac-Man auf dem Spielschild? Ja, ist geil, ne? Und hier haben wir, keine Ahnung, so ein Geist. Das ist Goldquest, ist alles möglich. Ich mag die beiden Let's Plays, muss noch ein paar Folgen schauen. Morgen wird, by the way, warte mal. Morgen wird, by the way, mal keins von den beiden Let's Plays kommen, denn morgen wird wieder ein Angespielt kommen. Von dem wahrscheinlich besten Zelda Ocarina of Time Hack, den ich je gespielt habe. Und der wird morgen 9 Uhr online kommen. Also den solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ich bin echt begeistert von dem Game. Das macht mir mega Spaß. Und da werden auf jeden Fall noch ein paar mehr Folgen kommen. Auf jeden Fall mal reinschauen. So, A runter A, rechts runter A. Ja. Nehmen wir mal. A runter A, rechts runter A. Bam, bam, bam. Ich bin der Meinung, das ginge auch auf der Seite, wo man zum Beispiel die Grafik ändern konnte im Randomizer. Kannst du ja mal rumprobieren und mir sagen, ob das ging. Ich habe es, glaube ich, nicht gefunden, weil ich habe relativ lange rumprobiert. Ich muss ja auch noch eine Erbse einpflanzen, ne?
Und hier noch Skulltees. Fun Fact, ich glaube, ich habe mal in Twilight Princess für die Wii einen Glitch gehabt, wo ich fünf Flaschen hatte. Okay. Wie kommt's? Zack, ich werfe hier einfach mal das rein. Und dann können wir später, wenn wir als Erwachsene wiederkommen, ne? So, da muss ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich irgendwas einsammle. Jo, ab in den Geistertempel. Und das heißt für mich drehen. So, was haben wir da? Nur das Kokiri-Gewand. Ah, das ist okay. Als kleiner Link bin ich da voll fein mit. Das ist eine schöne Strafe für mich. Mache ich auch gleich mal den. Was, das sah aus, als hätte Link in das Loch gekackt und eine Bohne wächst raus. Vielleicht war das auch so. Was du nur wieder siehst. So, ich bin jetzt mal ganz fies und nutze das mal vollkommen aus. Das ist gar keine Strafe. Nö, für mich nicht. Und heil mich jetzt gleich mal. Ja! Ihr Sniper schützen! Kann aber wohl nicht wahr sein hier. Deswegen einmal drehen. Ach, der Algazar will gleich hier loslegen. Bomben. So, Rolle ist nicht erlaubt. Das ist natürlich kacke. So, aber Heilung ist okay. Okay. Tschüss, mein Freund. So, wir gehen einmal durch den Tunnel. Ich glaube, ich hatte mal die Trillhöhle abgeschlossen, habe mir Mühe gegeben, keins meiner Tränke aufzubrauchen. Und somit hatte ich eine Flasche Feentor bekommen, obwohl alle Flaschen voll waren. Oh. Das ist natürlich nicht schlecht. Gott. Was ist denn hier los? Ich hasse Geister. Okay, warte. Zack. Ah, funktioniert jetzt nicht. Aber gegen Fledermäuse ist das gut. Nee. Ah. Hattest du nicht die Map vom Tempel hier? Weiß ich gar nicht. Hab ich? Ach komm schon. Ich habe mal eine doofe Frage. Kann man eigentlich durch einen Geist sterben? Weil die Geister, die können ja auch Herzen abziehen. Teilweise. Geht das zufällig? Weiß das jemand? Also wenn ich hier so einen Geist quasi konsumiere, ne? Ist ja so ein bisschen zufällig, ob ich Herzen bekomme oder Herzen verliere. Und kann ich dadurch auch sterben? Nur mal so als Frage. Ich könnte links rum und dann durch die Mitte. Ich gehe einfach mal links rum. Ich würde sagen, das solltest du ausprobieren. Ja, auf jeden. Erstmal versuchen. Denke ja. Da ihr gerade so zahlreich da seid im Chat, vielleicht könnt ihr nochmal darüber debattieren, wann wir unseren Community-Stream machen wollen. Denn vielleicht finden wir ja irgendwo ein Datum, womit alle fein sind. Also wie gesagt, höchstens wäre übernächste Woche. Ha! Ansonsten... Schreibt mal bitte in rein oder debattiert mal ein bisschen. Werdet euch mal zusammen einig, wann ihr könnt. Die Strafe von den Chat wurde in beiden Fällen noch nicht durchgesetzt. Und ja, man stirbt dann. Morgen geht nicht. Shadow. So, geht er die Brücke rum? Jawohl. Easy. Hier gibt es aber eine Schatzkiste. Ah. Okay.
Noch einer. Kann ich den auch runterschmeißen? Warum ist denn der eigentlich runtergefallen? Ich mach den doch eigentlich gar nichts. Komm, hier, tschüss. Ach, die sind so doof. mach doch eine Umfrage mit den Wochenenden übernächste Woche. Oh, könnte man machen. Hauptsache nicht am 15. Juni. Ich helfe meiner kleinen Schwester, eine Wohnung auszuziehen. Ach du Scheiße. Okay. Wir haben hier die Anubisse. Die sind super feuerempfindlich. Dementsprechend, wir machen da einfach mal den Feuerinferno rein. Dann sind die alle tot. Mario Ullmann, hallihallo, moin moin zusammen und danke für die Mitgliedschaft. Money, money, money. Leider werden wir wahrscheinlich keinen Tag finden, wo wir alle können. Ja, das kommt so leider mit sich. Was macht denn das Ding eigentlich? Macht Feuer, oder? Kann das sein? Ja. Ja. Ansonsten ist hier gar nichts weiter, oder? Nee. Ja, Feuerentfernung einfach OP, auf jeden Fall. Würde ich auch in Real Life feiern, einfach. Boah, Frame-Anbrüche? Ah, hallo? Oh Gott, was ist denn nur? So. Das läuft doch gar nicht mal so schlecht. Okay. Ja, aber wie soll ich denn die jetzt alle treffen hier? Von der Seite wird das schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Ich glaube, bisher bin ich noch nicht gerollt. Nein. Oh nein. Na. Komm schon. Alter, wie viele Fledermäuse sind das denn? Martin, hallo, schön, dass du da bist. Willkommen zum Stream. Ja, hier, wir haben immer fleißige Spender, die hauen immer mal ein paar Mitgliedschaften raus. So. Da hinten ist immer noch eine Fledermaus, ne? Aber kann ich da hochlaufen? Ah, ich kann da hochlaufen. Ah, alles klar. Ich muss bestimmt alle Fledermäuse besiegen, damit die Kiste kommt, oder? Kann das sein? Jo, da kommt sie. Tür geht auf, Schatzkiste kommt auf. Oho, 150 Mal? Was 150 Mal? 150 Mal gerollt? Nee. Also du kannst auf deinen Notizzettel da immer so eine große Notiz machen. Wenn Shadow was sagt, ist das so 50% ein Irrtum. So, ein Herzchen. Das können wir jetzt auch einsammeln. Und es geht weiter. Wir haben zwei Schlüssel schon eingesackt. Das gefällt mir ganz gut. Dann können wir jetzt schön durch die Mitte. Perfekt. Hoffentlich fliegt mir keine Fledermaus in den Hintern. Ich habe jetzt übrigens geplant. Also, ich weiß, wir hatten das anders besprochen. Gott. Aber. Ich wäre einerseits dafür, dass wir den Randomizer von Majora's Mask, Combo Randomizer von Majora's Mask und Ocarina of Time quasi als Stream machen. Ich habe da schon schön vorbereitet alles. Ja, auch wieder mit Death Wheel und so weiter. Ich will mich da auch nochmal ransetzen, dass ich da ein neues Overlay mache und den Chat quasi ins Video mit einbinde, dass da quasi auch die Leute, wenn das auf YouTube hochgeladen wird, dass da auch die Leute quasi nachvollziehen können, was der Chat so schreibt. Genau. Und ja, ich lade es dann halt im Nachhinein auf YouTube hoch. Ne? Ich denke, das wäre dann okay. Ich hoffe, das ist für alle Beteiligten auch okay. Auch wenn die Umfrage halt was anderes ergeben hat. Oh Gott, soll ich den jetzt töten oder nicht? Ja, komm. Ich hör den schnell weg. Und ich würde aber auch gerne, weil das dann sonst einfach zu viel wird, dementsprechend dann den...
Link's Crossbow, das Projekt, als LP machen. Weil das geht halt sowieso nur, ich weiß nicht, vielleicht 8 Folgen oder so. Das wäre halt auch 1, maximal 2 Livestreams. Ich werde ihn trotzdem auf 100% ballern. Ist halt nur die Sache, ich hoffe, ihr seid so damit fein.